Servus Leute, heute geht es um einen kleinen günstigen Akkuschrauber und zwar um den Topway JD-01. Dieser kleine schnuckliche Akkuschrauber möchte ich mal kurz vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um einen Akkuschrauber, der, zumindest wie ich ihn gekauft habe, unter 20 Euro gekostet hat auf Amazon. Das Ganze wird geliefert, einfach verpackt, ohne Tasche, ohne Koffer, ohne alles. Nur das Gerät selber, ein Akku und ein Netzteil. Das ist keine Ladestation, wo man den Akku reinsteckt. Nämlich hier hinten wird einfach das Netzteil, der Stecker direkt in den Akku eingesteckt. Das ist hier ein 12 Volt Akku mit 1300 mA, also 1,3 Ampere, wenn ich das richtig jetzt gerechnet habe. Also jetzt kein Hochleistungsgerät. Ist ein Zweigangmotor, hat ein Spannfutter von 0,8 bis 10 mm. Also ihr kriegt da auch einen 10 mm Bohrer rein. Hat natürlich auch eine ganz normale Bitaufnahme oder ein Bit direkt in das Schnellspannfutter reingesetzt werden. Hat hier eine stufenlose Einstellung. Natürlich auch mit Bohrer, dass er nicht aufhört, hat ein Licht, was meiner Meinung nach, es leuchtet irgendwo hin, aber nicht da, wo man arbeitet. Es hat auch ein paar Mankos, sag ich mal, der zweite Gang zum Beispiel, habe ich festgestellt, der rutscht nicht immer, ja, Vorführeffekt, jetzt hat es geklappt. Man hört es, glaube ich, er ist nicht richtig, also man muss die richtige Stellung quasi finden, dass der zweite Gang richtig reinrutscht. Das habe ich bisher noch nie bei anderen Akkuschraubern gehabt, aber für einen Akkuschrauber für unter 20 Euro, ja, ist in Ordnung. Viele fragen sich jetzt, warum brauche ich überhaupt sowas und warum habe ich mir sowas überhaupt gekauft? Die meisten von euch werden das kennen, die zu Hause basteln, man bohrt, schraubt, senkt, so, und dann muss man dauernd wechseln, Bohrer, Senker, Bit, und da ist dann einfach ein kleiner zweiter Akkuschrauber von Vorteil, dass man sich einfach dieses permanente Wechseln sparen kann, und somit habe ich mir den dann einfach mal vor 5 Monaten zugelegt. Der wurde nicht zur Verfügung gestellt, den habe ich selbst gekauft und habe jetzt 5 Monate in Gebrauch. Und ich bin eigentlich mit zufrieden für das, was ich nutze. Und deswegen sage ich auch für die Heimwerker, die jetzt, was heißt Heimwerker, die vielleicht eine Mietswohnung haben, vielleicht mal irgendein Regal aufbauen oder ein Schränkchen aufbauen oder hier und da mal vielleicht einen Winkel an einen Stuhl oder einen Tisch schrauben wollen, dafür ist das Ding in Ordnung. Kann man nichts sagen. Ja? Also die Bauform ist 120 cm. Es ist jetzt nicht das kleinste, aber auch nicht das größte Gerät vom Griff her. Ich habe jetzt Handschuhgröße so 10, 11 um den Dreh rum. Für ganz kleine, zarte Hände ist es jetzt nichts. Durch den Akku im Griff ist es schon recht voluminös. Und eher was für größere Hände. Und wer ein kleines Budget hat, kann ich das Ding absolut empfehlen. Bis auf das kleine Manko, dass man das hakt, quasi wenn man in den zweiten Gang schalten will, konnte ich da eigentlich jetzt nichts an der Mechanik oder so feststellen. Klar, man hat nur einen Akku, man muss ihn halt auch immer dann halt laden, man muss ein bisschen mitplanen, wenn man das ganze Ding nutzen will. Man hat nicht halt einen zweiten oder dritten Akku parat, aber für 120 Euro kann ich das für den Gelegenheitsanwender empfehlen. Da ich mich ja jetzt schon über diese Grenze des Gelegenheitsanwender bewegt habe, habe ich mir ein neues Spielzeug zugelegt. Das habe ich jetzt 2 Monate schon. Und zwar den Bosch GSR 12 Volt 35 FC mit dem Flexi-Click-System. Da habe ich mir das Set mit allen Aufsätzen und Koffer, Ladegerät, 2 Akkus gegönnt. Und da muss man einfach sagen, das Ding kostet das 10-fache von einem Topway.
Ich möchte es aber jetzt nicht mehr missen, das ist ein Brushless-Motor sogar. Und wenn ihr möchtet, dass ich das Teil mal genauer vorstelle, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sag ja, bis zum nächsten Mal, euer Grasi. Macht's gut, Servus.